Hallo, hier ist Rund um Rohstoffe. Heute spreche ich mit Nick Kelsey von Gold and Silver Club in London. Nick, glauben Sie, wird Gold weiterhin wegen der griechischen Unsicherheit zulasten von Aktien profitieren? Im Moment wirkt sich die Unsicherheit um Griechenland sehr positiv auf Gold aus. Im Januar, am Vorabend der griechischen Wahlen, schossen die Goldpreise vom Tiefstand von 1167 auf den monatlichen Höchststand von 1307 und das war eine Zunahme um 12%. Für Gold der beste Monat in 3 Jahren. Seitdem sind die Goldpreise leicht rückläufig, dennoch liegen sie über dem 200-Tage-Durchschnitt, was als bullisch angesehen wird. Beachtlich ist die Nachricht, die EZB wolle die griechischen Anleihen nicht mehr als Sicherheiten akzeptieren, während Griechenland nach einem Schuldenerlass der Eurozone-Führer sucht. Dies dürfte weitere Volatilität auf den Märkten auslösen, einschließlich Devisen und Aktien, und das Kapital in Gold als sicheren Hafen in der nahen Zukunft richten. Nick, vor kurzem hat die Zentralbank von China Zinsen gesenkt. Welchen Einfluss hatte dies auf Goldpreise und wie sieht es jetzt mit der Nachfrage aus Asien aus? China senkte am Mittwoch die Zinsen in dem Bemühen, mehr Liquidität der Konjunkturabschwächung und einer drohenden Deflation gegenüberzustellen. Das hat sicherlich auch Gold begünstigt und wird die Preise in naher Zukunft unterstützen. Darüber hinaus gibt es auch die Nachfrage aus China, im Moment aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes, das am 19. Februar beginnt, und das ist in der Regel die Zeit einer erhöhten Kaufaktivität. Neben diesen Fundamentaldaten hat Indien als weltgrößter Goldverbraucher im Jahr 2014 China überholt. Es wird sehr interessant sein zu sehen, ob dieser Trend auch 2015 anhält. Und schließlich, Nick, wie sehen Sie die Goldpreis-Performance bis zum Ende des Jahres und was werden die Triebkräfte sein? Gold hatte einen sehr vielversprechenden Start in das Jahr 2015 und es wird wirklich von einer Reihe von Faktoren begünstigt, einschließlich der Unsicherheit in Europa, der quantitativen Lockerung der EZB und auch der globalen Währungskrise, die mehrere Notenbanken zu geldpolitischer Lockerung und Zinssenkung veranlasste. Wenn die Unsicherheit bestehen bleibt und Gold nach wie vor über dem 200-Tage-Durchschnitt hält, können die Preise am Jahresende bei gut 12,15 pro Unze liegen. Andererseits gibt es Spekulationen um die US-Notenbank und ihre Absicht, die Raten in diesem Jahr zu erhöhen. Wenn die Fed eine Zinserhöhung in diesem Jahr verkündet oder die globale Unsicherheit nachlässt, kann Gold unter den 200-Tage-Durchschnitt gleiten, dann können die Preise das Jahr unter 1200 pro Unze schließen. Nick, es war mir eine Freude, Sie zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir haben noch viel Interessantes für Sie. Bis bald.